Hallo Kackbratzen. Wo ist denn der Mittelfinger? Wo ist denn der Mittelfinger? Hier bin ich. Siehst du mich? Heute geht es um eine ganz besondere Perle auf der guten alten PS1. Sie kombiniert die Exzellenz der Verwurstung eines Kinofilms, der wiederum auf einem Comic basierte. Leider kommen hier mehrere Probleme zusammen. Erstens floppte der Film sehr hart in den Kinos und das wild zusammengekloppte Videospiel gehört wohl zu den abgefucktesten und quasi unspielbarsten Dingen, die wir je auf der PlayStation gesehen haben. Der besagte Film aus dem Jahr 1999 hört auf den wunderbaren Namen Virus und basiert wie schon erwähnt auf dem gleichnamigen Comic, der 7 Jahre vorher veröffentlicht wurde. Die Story handelt ganz grob von irgendwelchen Aliens, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, alle Menschen zu töten, sie zu zerstückeln und dann mit Hilfe von ihrer glorreichen außerirdischen Technologie dann in Cyborgs zu verwandeln. Das klingt jetzt schon wie ein frisch duftender Kackhaufen, aber die französischen Entwickler Cryo haben das an sich schon käsige Konzept noch viel tiefer in die Scheiße geritten. Übrigens konnte nicht mal die Präsenz von Jamie Lee Curtis den Film retten. Und was das dann für eine Videospielverwurstung bedeutet, kann man sich ja denken. Die Leute von Cryo sind jetzt auch nicht unbedingt bekannt für ihre exzellenten Spiele. Das einzige Highlight war wohl das 1992 veröffentlichte Strategiespiel Dune und vielleicht auch noch das leicht schmerzhafte Adventure Necronomicon, das man im Jahr 2001 für die PS1 veröffentlichte. Der Rest ist mehr so meh und eine Mixtur aus wilden Lizenzgeschichten und leicht müffelnde Adventures. Man hat es mit der Originalgeschichte auch nicht ganz so ernst genommen, denn das im Spiel vorkommende Forschungsschiff Elektra gibt es weder im Comic noch im Film. In Virus, dem Spiel zum Film zum Comic, tuckert dann das Schiff zum nächsten Hafen. Von dort aus dann die Mutanten sich ihren Weg zum Nakatomi Plaza. Wo sie sich ihren Weg zum Nakomi Hotel bahnen, um dort ebenfalls alles zu töten, was bei 3 nicht auf den Bäumen ist. Die Polizei schickt mit Joan ihre beste Frau aus, die in Begleitung mit ihrem Partner Sutter der Sache mal auf den Grund gehen soll. Und hier beginnen auch die größten Schmerzen des Spielers, die er wohl je erlebt hat. Virus ist wieder mal eines dieser wunderbar missratenen Resident Evil-Klone. Man hat so gut es ging versucht, die düstere Atmosphäre zu kopieren und kombinierte das Ganze dann mit der absurd schlechten Steuerung aus dem ersten Tomb Raider. Im Prinzip kann man die Idee, in ein Actionspiel eben nicht eine schwerfällige Panzersteuerung einzubauen, wie eben in einem Resident Evil, eigentlich nur loben. Die Umsetzung ist aber vollkommen in die Hose gegangen. Erstens ist seltsamerweise die Unterstützung für den Analogstick des DualShock-Controllers nicht vorhanden und zweitens hat man der in Tomb Raider eigentlich ganz flauschigen Steuerung einen Sack voll Ziegelsteinen verpasst, mit dem Resultat, dass sich Joan ebenfalls so flauschig bewegt und dreht, als hätte man ihr die Schienbeine mit einer Brechstange bearbeitet. Natürlich funktioniert die Ballerei durchaus einfacher als in einem Resident Evil, aber damit war man anscheinend nicht zufrieden. Zuerst die gute Nachricht. Joan beginnt das Spiel mit einer 9mm Waffe und unendlich Munition und einem Revolver, der natürlich mehr Schaden ausrichten kann, aber dafür mit limitierter Munition daherkommt, wie übrigens alle anderen Waffen, wie Granatwerfer oder Uzis, die man später im Spiel erhalten wird. Sehr praktisch ist auch der Elektroschocker, mit dem man zum Beispiel den stärkeren Anführer eines Rudels für eine Zeit lang betäuben kann, während man die schwächeren Feinde um ihn herum ausschalten kann. Der Elektroschocker hat nur den Nachteil, dass er kaum bis 0 Schaden ausrichtet und etwa 3 Stunden benötigt, bis er sich wieder aufgeladen hat. In dieser Zeit läuft man also rückwärts und ballert auf seine Feinde und hofft, dass diese irgendwann zu Boden fallen. Da man vergessen hat, die Gegner auch mit ausreichend Animationen zu versorgen, weiß man nie so richtig, ob sie nun Schaden genommen haben. Erschwerend hinzu kommt, dass es weder eine Nachladeanimation gibt, noch einen Knopf, um seine Waffe nachzuladen, weshalb man im Kampf immer hektisch auf das Interface schauen muss, um zu sehen, wie viele Kugeln tatsächlich noch im Magazin sind, damit man im Falle eines Falles nicht komplett wehrlos vom Feind zu Brei geschlagen wird. Und was den Kampf vor allem gegen mehrere Feinde sehr unangenehm macht, ist das Fehlen eines Ausweichschritts nach links oder rechts, was den Kampf dann insgesamt zu einer sehr unfairen Sache macht. Mit dem halbwegs funktionierenden automatischen Zielsystem ist die Grütze wenigstens halbwegs spielbar.
Unsere Heldin ist leider auch nicht unbedingt aus gutem Holz geschnitzt worden. Sie ist in etwa so stark wie feuchtes zweilagiges Klopapier, was bedeutet, dass der Kampf gegen die Alien-Invasion schneller vorbei ist, als ihr einem Löwenzahn diese puffigen Dinger wegpusten könnt. Und damit die Sache noch etwas lustiger wird, haben die Entwickler Items, mit denen man seine ohnehin schon zerbrechliche Gesundheit wieder auffüllen kann, komplett weggelassen. Stattdessen gibt es im Level bestimmte Stellen, die die Lebensenergie wieder komplett auffüllen, was an sich ganz gut klingt. Aber schon nach dem dritten Level wird das Spiel so scheiße schwer, dass man wirklich Glück haben muss, um überhaupt so weit zu kommen. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben sackschwere Gegner, keine Heilgegenstände, kaum Munition, abgesehen von der madigen Standardwaffe und eine saumäßige Steuerung. Wie zum Fick kann man das Spiel bitte noch schlechter machen? Nun, zum Beispiel mit dem Weglassen eines Checkpoint-Systems. Diese grandios schreckliche Idee macht Virus dann zu einem fast komplett unspielbaren Ding aus der Hölle und eure Überlebenschancen extrem gering. Hat man aber ein Level geschafft, gibt es wenigstens Passwörter, mit denen man seinen Fortschritt speichern kann, sofern man dumm genug ist, das Spiel irgendwann wieder spielen zu wollen. Aber halt! Hab ich nicht gesagt, dass unsere Heldin mit einem Partner unterwegs ist? Richtig! Nur ist unser arschiger Freund meist damit beschäftigt, mit seiner relativ schwachen Waffe Löcher in die Luft zu ballern, und wenn er nicht gerade in seiner Nase bohrt, dann wartet er erstmal höflich drauf, dass der Spieler sich in die Scheiße stürzt, und dann vielleicht mit sehr viel Glück hilft er einem aus der Patsche. Dem Penner kann es ja im Prinzip auch völlig egal sein, da er die meiste Zeit im Spiel unverwundbar ist. Die meiste Zeit? Nun, natürlich will es die Story zu einem gewissen Punkt, dass euer Partner ins Gras beißt. Hat er aber auch verdient, da der Sack uns die ganze Zeit über die meiste Arbeit machen ließ. Die Story ist so käsig, dass ich mir den Spoiler-Alarm spare, was jetzt ohnehin auch zu spät wäre. Jedenfalls hat man es komplett verpasst, dem Spiel auch nur annähernd eine dichte und gruselige Atmosphäre zu verpassen, wie wir sie etwa im großen spielerischen Vorbild Resident Evil haben. Grundsätzlich läuft man durch lange Gänge, kämpft nur irgendwie um sein Überleben, drückt auf einen Knopf, besiegt vielleicht noch einen Boss, und das ist auch schon alles, was das Spiel zu bieten hat. Oh, abgesehen natürlich von besonders großartigen Begleitmissionen, in denen man einige Überlebende sicher ins Foyer des Hotels begleiten muss. Damit die Arschkrampen nicht sofort den Löffel abgeben, kann man ihnen auch Befehle geben, sodass sie sich hoffentlich nicht sofort in die Arme der Feinde stürzen. Das Sahnehäubchen ist natürlich die Grafik, und für 1999 hat man wirklich alles gegeben. Manchmal verschwinden Texturen von den Wänden, und wenn die Texturen nicht von der Kamera verschluckt werden, dann werden sie extrem verzerrt dargestellt. Vermutlich ist das der PS1 geschuldet, aber insgesamt ist das noch lange kein Grund, dem Spiel in etwa denselben Grad an Details zu verpassen wie das Innere einer Schachtel Chicken McNuggets. Ebenso fein wurden die Charakter entworfen. Die Animationen sind steifer als ein Grog und so schön wie 10 Pfund Kaugummi im Haar. Manchmal wirkt es sogar so, als würde unser Partner über den Boden rutschen, da man hier und da die Laufanimation vergessen hat. Und das Design der Feinde ist ebenfalls nice. Die Gegner sehen allesamt sehr gruselig aus, nicht aber weil die Designer so verdammt gute Arbeit geleistet haben, sondern weil sie abgrundtief hässlich sind. Es scheint, als hätte man wahllos ein paar Polygone zusammengeklebt und auch eher rein zufällig die Anzahl an Arme und Beine verändert. Die Auswahl der Feinde ist relativ hoch, aber leider hat man eben die Details vergessen. Die Gegner sind einfach nicht gruselig, und das wussten auch die Entwickler, weshalb man oft mit Jumpscares rechnen muss, bei denen unsere Heldin teilweise sofort ihren Löffel abgeben wird. Die PS1 verfügte zwar über einen der besten verfügbaren Soundchips, aber leider haben die Entwickler davon absolut null Gebrauch gemacht. Man merkt, dass man das Spiel mit sehr viel Liebe entwickelt hat. Es gibt zwar zu Beginn ein ganz nettes Intro, doch sobald man das Spiel dann wirklich startet, gibt es einen ellenlangen Text, den man sich durchlesen darf. Auch im Spiel werden Dialoge durch unglaublich nervige Textblöcke geführt. Sprachausgabe gibt es nicht. Und jetzt ratet mal, was für tolle Zwischensequenzen man in das Spiel eingebaut hat. Richtig, Text. Und das ist in etwa so spannend, wie ein Telefonbuch zu lesen. Niemand, der noch bei Verstand ist, sollte sich jemals dieses Spiel holen. Weder das Original, noch eine gut erhaltene Kopie aus Romhausen. Virus ist vermutlich eines der schlechtesten Spiele, die es je auf der PS1 gab, und ich möchte euch hiermit nur eindringlich davor warnen. Solltet ihr, warum auch immer, den Film schon toll gefunden haben, dann kann ich euch vermutlich auch nicht weiterhelfen. Geht raus und holt euch diese Grütze. Es wird der Spaß eures Lebens sein. Virus ist ein sehr schönes Beispiel, wie man aus einem ohnehin schon sehr schlechten Film eine noch viel schlimmere Videospieladaption machen kann. Das Spiel, sofern man dieses Stück Software überhaupt so nennen möchte, wurde komplett willkürlich hingerotzt. Es wirkt nicht nur sehr unfertig, sondern stellenweise komplett kaputt. Aber ihr könnt euch natürlich gerne selbst davon überzeugen. Ich bin ja schließlich auch nur ein Fuchs und nicht eure Mutti.
Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.